Herzlich willkommen, meine Lieben, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie schnell und einfach Münzen machen könnt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann zeige ich euch heute, welche Spieler ihr aktuell auf eure UV-Liste packen könnt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein, ab geht's. So, Freunde, schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Partner U7Buy vorbei. Und mit dem Rabattcode Alex96 spart ihr nochmal 5% auf jeden Einkauf, wer Interesse hat. Link ist in der Videobeschreibung. Schaut sehr, sehr gerne vorbei, Freunde. Und dann würde ich sagen, starten wir ins aktuelle Video. Ab geht's. So, Freunde, dann legen wir direkt los. Es gibt sehr, sehr viele Spieler, die ihr dieses Mal wieder auf eure UV-Liste packen könnt, weil sehr, sehr viele Karten getroppt sind. Da gehen wir natürlich heute drauf ein. Ich werde zu jeder Karte was sagen, ob ich die auf meine Liste packen würde oder nicht. Wer noch traden will, wie gesagt, kann das auf jeden Fall machen. Ihr solltet ein Budget haben von mindestens 2 Millionen. Bis, ich sag mal so 10 Millionen. Das ist so ein Budget, was ihr haben solltet, dass ihr diese Methoden machen könnt. 2 Millionen schon mindestens. Dann könnt ihr euch auch nur die günstigen Spieler leisten. Ne? 100er Liste ist am wichtigsten, deswegen braucht ihr natürlich 100 Karten und dann braucht ihr eure 2-3 Millionen mindestens. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ihr seht hier, die erste Seite ist offen. Wir haben einmal hier einen Bernardeschi. Sehr, sehr gute Karte. Würde ich einfach 5k draufklatschen. Ich würde einfach immer die Karten bis 50.000 5k draufpacken. Ihr könnt auch immer so um die 10, bis zu um die 10k draufpacken. Zum Beispiel, dass ihr jetzt so einen Charn, auch sehr, sehr gute UV-Karte, dann einfach für 48.000, 49.000 verkauft. Wie gesagt, das habt ihr schon so oft bei mir gesehen. Ich werde bei mir nicht mehr viel machen. Deswegen ja, zeige ich euch das jetzt immer über Footbin. Ich denke mal, das sollte klar gehen. Tomori, sehr, sehr gute Karte. Günther, sehr, sehr gute Karte. Modric ist okay, ist jetzt nicht die beste Karte, aber kann man sich auch drauf packen, wenn man eh hohes Budget hat. Paulinho, sehr, sehr gut. Atal ist überragend, ne? 33 für diese Karte, so eine beliebte Karte, holt euch den 3-4 Mal, macht ihr nichts verkehrt, stellt ihn auch für 6-7k teurer drauf, schaut aber, er kostet jetzt hier 33k, schaut, dass er unter 40k bleibt, dann ist das ein perfekter Preis. Die anderen 4 würde ich nicht nehmen, ne? Also die anderen 4 würde ich nicht empfehlen für eine UV-Liste, vielleicht Aua, wenn er noch auf 70 runtergeht, ja, aber die anderen 3 auf keinen Fall. Ja, und dann wären wir so gesehen hier mit der ersten Seite durch. Ja, Freunde, gehen wir auf die zweite Seite. Hier die erste Karte für relativ günstiges Budget. Habe ich auch bestimmt schon dieses Jahr 100 Mal verkauft, den Kollegen hier. Den kauft ihr für 20.000, stellt ihr für 23.000, 24.000 rein. Kein Problem, den mitzunehmen. Sambia, auch sehr, sehr gute Karte. Franzose kann man immer spielen. Hermoso, sehr, sehr gute Karte. Könnt ihr auch auf eure Liste packen. Also ihr seht, es gibt mittlerweile so viele Karten, die ihr hier mitnehmen könnt. Mondi würde ich nicht mitnehmen. Thiago auch nicht. Lukas könnte man mitnehmen. Ist jetzt aber auch mit 90k schon ein bisschen teurer. Kann man mitnehmen, wenn man natürlich jetzt sagt, okay, ich habe eh 6 Millionen, ich will meine Liste voll machen, dann könnt ihr euch natürlich auch einen Lukas mitnehmen. Perisic, sehr, sehr gute Karte. Sané, sehr, sehr gute Karte. Auch der Simon, ne, wieder für die Leute, die jetzt nicht so viele Coins haben, gönnt euch natürlich so Spieler dann viermal. Holt euch jeden 20k Spieler dann viermal. Ganz einfaches Prinzip, dass ihr eure Liste auch voll bekommt. Simon, auch sehr, sehr gute Karte. Kriegst du auch immer für 24.000, 25.000 Münzen weg. Sehr, sehr gute Karte, meiner Meinung nach. Vardy kann man probieren, bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Williams, sehr, sehr gute Karte für eine UV-Liste hier. Zweite Seite auch abgehakt. Ja, Freunde, dritte Seite. Wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt das natürlich sehr, sehr gerne rein. Und hier muss man eigentlich sagen, sind wieder alle Karten interessant. Bis natürlich auf Kanté und Sancho, die würde ich nicht auf eine UV-Liste packen. Mbabu natürlich überragend, ne? Für dich mal 30k, kriegst du für 35, 36k problemlos weg. Ich denke mal, ihr versteht das Prinzip, mindestens 4, 5k pro Karte aufzuschlagen, wenn natürlich Karten teurer sind. Sagen wir mal so, ein Gomez zum Beispiel kann man auch auf seine UV-Liste packen. Dann macht ihr natürlich, weil hier ist die Gebühr schon 5k, dann macht ihr natürlich hier statt 5k mehr, macht ihr 11, 12k mehr, das heißt, ihr würdet den hier dann so für 96, 97k anbieten, was auf jeden Fall klar geht. Die anderen Karten auf jeden Fall hier auch alle sehr, sehr interessant, gerade die Innenverteidiger, der Berische, also hier sehr, sehr gute Karten. Ödegaard 90er Karte, kosten eh um die 40k Special Karte, macht ihr nichts verkehrt. Natürlich guckt ihr auch, dass ihr Defensivspieler, wenn es geht, ne, mit Shadow bekommt, Offensivspieler mit Hunter, umso besser natürlich. So, nächste Team, wieder What If, schauen wir uns natürlich an, Grifo, sehr, sehr gute Karte, Pereira, sehr, sehr starke Karte, ne? Kann man immer noch zocken, Pepe, sehr, sehr gute Karte, ich kann eigentlich auch immer sagen, die Karten, die ich nicht empfehlen würde, weil sonst, ja, dauert das natürlich sehr, sehr lange,
Hier kann man eigentlich alle Karten bis auf die beiden Stürmer nehmen. Richarlison würde ich nicht mitnehmen und den Morales auch nicht. Den Rest könnt ihr eigentlich auf eure UV-Liste packen. Mertens auch sehr, sehr interessant. Kriegt ihr dann so für 59 bis 60.000 könnt ihr den Boy verkaufen. Sehr, sehr interessante Karte. Wer da doch auf jeden Fall drauf Bock hat, wie gesagt, kann sich auf jeden Fall gönnen. Diatta auch sehr, sehr interessante Karte. 27k für den Spieler. Ne? Schaut euch diese Karte an. Kriegt ihr auch problemlos für 33 weg. Sehr, sehr gute Karte meiner Meinung nach. Was auch interessant. Torre interessant. Rekilon. Also sind hier wirklich sehr, sehr geile Karten. Gehen wir zur nächsten Seite rüber, Freunde. So, und jetzt haben wir natürlich hier noch erstmal noch eine Bank. Könnt ihr euch auch jeden einmal mitnehmen von der Bank. Ist gar kein Problem. Oder zweimal, wie gesagt. Ihr könnt euch auch hier, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt testen, was besonders gut geht, nehmt jede Karte einmal mit und dann könnt ihr natürlich aussortieren, was nicht gut weggeht. Wenn ihr dann zum Beispiel testet, oh, diese Karte geht sehr, sehr gut weg, holt ihr euch die Karte 4-5 mal. Wenn ihr merkt, oh, jetzt zum Beispiel dieser Oscar geht gar nicht weg, dann schmeißt ihr den nach ein paar Runden einfach weg. Stellt ihr wieder günstiger rein, stellt ihr zum Beispiel für 22k weg rein, dass ihr ihn weg habt, plus minus 0 und die nächste Karte verkaufen könnt. Hier würde ich eigentlich ja sagen, kann man von der Abwehr bis auf Tabsoba die anderen beiden mitnehmen. Interessant, Saka würde ich nicht mitnehmen, obwohl der Preis relativ günstig ist für diese Karte. James war, glaube ich, eine SBC, obwohl nee, war keine SBC, ist ja hier im Team. Ich glaube, gab es nicht mal auch als SBC oder ich bin gerade verwirrt, kann natürlich auch sein. Interessante Karte, aber für den Preis. Anthony, interessant der Preis. Neuhaus, sehr, sehr günstig. Neuhaus immer sehr, sehr gut, weil er alles um die 80 hat. Ne? Gute Allround-Stat, 30k. Sowas wollen die Leute noch spielen. Könnt ihr euch perfekt auf die Liste packen. David, sehr, sehr gut. Reyna, sehr, sehr gut. Also hier haben wir bis auf Fatih, Tabsoba. Kann man auch wieder alle und Saka kann man wieder alle auf seine Liste packen. Also hier sind wieder sehr, sehr viele Karten am Start, die auch wieder sehr, sehr nice sind. Wir gehen natürlich wieder zur nächsten Seite. Ja, Freunde, nächste Seite, Rule Breakers. Und hier muss wirklich sagen, diese Preise, die sind so verlockend, ne? Die sind wirklich so günstig, wenn man das hier sieht. Ein Jimenez 26k, ein Cuadrado 15k, den kriegst du problemlos für 20k weg. Ein Di Maria, den kriegst du für 40k, kannst du auch easy für 50k verkaufen. Hier würde ich auch wieder jede Karte empfehlen, bis auf den Pogba. Den Pogba würde ich nicht mitnehmen, da kriegt man die höher bewertete Karte für 80k, also die 91er Karte von ihm kriegt man für 90k. Deswegen würde ich diese Karte nicht empfehlen. Die restlichen könnt ihr euch alle, wie gesagt, wieder 1 bis 3 Mal auf die Liste packen. Gar kein Problem. Sehr, sehr gute Karten. Gerade so hier so ein Podence, Teixeira geht immer. Ne? Teixeira kriegt ihr immer für eure 24, 25k weg. Auch ein Arnold, gute Karte. Geht auf jeden Fall klar. Gehen wir zu der nächsten Seite. Ja, und jetzt kommen wir zu Wants to Watch, Freunde. Ja, und da lohnen sich jetzt nicht so viele wie die ganze Zeit. Da muss man natürlich jetzt sagen, welche lohnen sich. Meiner Meinung nach Hakimi, 86er Rating, 22k, super, könnt ihr nichts verkehrt mehr machen, nehmt ihr euch mit, könnt ihr problemlos Richtung 30k verkaufen. Partey, sehr, sehr interessant. Werner, Ziyech, Bale und Suarez, das war's schon. Ne? Den Rest würde ich nicht mitnehmen. Vielleicht noch ein Ödegaard, aber würde ich sogar vielleicht weglassen. Ne? Ödegaard ist ja nicht in den Packs, deswegen ist er noch ein bisschen teurer. Aber ein Werner, ne, für 21.000, ein Ziyech für 27.000, da machst du absolut nichts verkehrt. Ein Hakimi, ein Bale, ein Suarez. Das sind sehr, sehr gute Karten. Suarez sehr, sehr günstig. Finde ich mal 40.000. Als 90er sehr, sehr guter Preis. Kann man sich auf jeden Fall 3-4 Mal auch auf die Liste packen. Sehr, sehr gute Karten. Ja, Freunde, Future Star Team 2 sind wir jetzt hier. Hier eigentlich auch jede Karte interessant, bis auf der Kammerwinger. Ne? Sonst könnt ihr jede Karte hier auf die Liste packen. Reyna vielleicht auch noch weglassen, ne? Weil der andere Reyna war billiger. Würde ich eher den anderen Reyna nehmen. Ja, lasst ihr die beiden weg. Vielleicht Bergwien könnt ihr auch probieren. Ich weiß nicht, wie der jetzt gehen wird. Den hatte ich noch nicht auf meiner UV-Liste, weil er die ganze Zeit natürlich 300k oder so gekostet hat. Aber den Rest könnt ihr mitnehmen. Dest, sehr, sehr interessant für seinen 40k. Dann kriegt ihr safe für eure fast 50k weg. Kulusevski, sehr, sehr interessant. Hier der Soboslai, auch sehr, sehr interessant. Luin, sehr, sehr gut. James sowieso, könnt ihr beide Karten kaufen. Könnt ihr natürlich den ZDM holen, einmal den RM. Macht ihr gar nichts verkehrt, Freunde. Das sind sehr, sehr gute Karten. Geht auf jeden Fall klar, wie ich finde. Macht ihr nichts verkehrt. Dalot könnt ihr auch beide Versionen holen. Hat ja RV, LV. Okay, wir haben hier keine Ersatzspieler mehr. Gehen wir zu der nächsten Seite rüber. Ja, Freunde, und wir sind schon bei der vorletzten Seite angekommen. Ihr seht, ich habe euch natürlich sehr, sehr viel Material hier rausgesucht, was ihr hier natürlich für eure Liste benutzen könnt. Hier würde ich euch eigentlich auch wieder generell jede Karte empfehlen, bis auf Bruno und Bamba.
Bamba halt hat einen Tots, ne? So, der ist halt nicht viel teurer. Das kostet, glaube ich, 200, 300k. Deswegen würde ich diese Headliner-Karte nicht nehmen und Bruno auch nicht. Sonst könnt ihr wieder hier jede Karte auf eure Liste packen. Benjetta sehr, sehr interessant für 60k. Felix sehr, sehr interessant. Fabinho guter Preis. Mkhitaryan sehr, sehr sympathischer Preis. Gehen wir zu den letzten Karten rüber, Freunde. Ja, sind wir bei der letzten Seite angekommen, Freunde. Und ihr seht, das sind natürlich auch nochmal die Headliner. Und hier muss ich sogar sagen, würde ich sogar empfehlen, jede Karte mitzunehmen. Weil hier sage ich, ist keine Karte, wo ich sage, nö, ist Müll. Ich sage hier nochmal meine Favoriten. Upamecano, Carlos, Hernandez, Goretzka, Lozano. Das sind so sehr, sehr gute Karten. Benzema, Haaland schon auch noch in Ordnung. Die anderen könnt ihr mitnehmen, müsst ihr aber nicht mitnehmen, ne? Ihr kriegt jetzt sowieso weg. Macht ihr nichts verkehrt, wenn ihr diese Karten mitnehmt. Damit könnt ihr, wie gesagt, pro Karte locker eure 5.000, 6.000 Münzen machen. Und damit könnt ihr in der Woche locker eure 3, 4 Millionen Coins machen. Das ist jetzt kein Geheimnis, Freunde. Wer noch Münzen machen will, kann so easy Münzen machen, Freunde. Wenn ihr natürlich irgendwie Fragen habt, schreibt das sehr, sehr gerne noch unten in die Kommentare. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier wart. Und dann würde ich sagen, bin ich für heute raus. Haut rein. Ciao, ciao. Bis Tag, meine Freunde.